Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestlé-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27. größte Firma der Welt. Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut. Es ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich bis vor kurzem haben wir immer gelernt, dass die Natur sehr unerbittlich ist. Der Mensch ist jetzt in der Lage, der Natur etwas an Gleichgewicht zu geben. Und trotzdem kommen wir jetzt in so eine fast Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut. Gutes Beispiel ist Bio. Bio ist jetzt das Beste. Ja? Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA bis jetzt noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Und trotzdem sind wir in Europa so beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also auch dort ist mehr Heuchelei als sonst irgendwas. Ja, es gibt auch ja bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Holera und Holeri, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. Ich bin immer noch der Meinung, dass die größte soziale Verantwortung jeglichen Geschäftsführer darin besteht, dass er die Zukunft, die erfolgreiche, profitable Zukunft seines Unternehmens festhält und dass er die sicherstellt. Denn nur wenn wir langfristig weiter bestehen können, sind wir auch in der Lage, in der Lösung von den Problemen, die es auf der Welt gibt, aktiv teilzunehmen. Wir sind in der Lage, zunächst einmal selbst Arbeit zu schaffen. 275.000 hier, 1,2 Millionen im Prinzip direkt von uns abhängig. Das machen ungefähr 4,5 Millionen Personen, weil hinter jedem Angestellten, nehmen wir mal noch einmal, das sind 3 Leute dahinter. Also mindestens 4,5 Millionen Personen, die direkt von uns abhängig sind. Wenn Sie Arbeit schaffen wollen, dann müssen Sie arbeiten. Und nicht so, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, dass man die bestehende Arbeit verteilt. Wenn Sie sich erinnern, der Hauptargument der 35-Stunden-Woche war, dass es nur eine gewisse Arbeit gibt und es ist besser, wir arbeiten weniger und verteilen dann die Arbeit an mehr. Das hat sich ganz klar herausgezeigt, dass das absolut falsch ist.
wenn Sie mehr Arbeit schaffen wollen, müssen Sie mehr arbeiten. Dazu müssen wir ein positiveres Weltbild schaffen für den Menschen. Und ich sehe absolut keinen Grund, warum wir nicht positiv über die Zukunft sein können. Wir haben noch nie so gut gelebt. Wir hatten noch nie so viel Geld. Wir waren noch nie so gesund. Wir haben noch nie so lange gelebt wie heute. Wir haben alles, was wir wollen. Und trotzdem psychologisch in einer Trauerstimmung. As with any product, the final Modern, diese Fabriken sind hochrobotisiert, fast keine Leute. On the new Nescafe and preferred to any other commercial product.